Eine Theorie besagt, dass wir alle miteinander verwandt sind. Gibt es also überhaupt keine Ausländer? Was sagt die Wissenschaft dazu? Hey Internet, Jakob hier. Wenn du dir deinen Stammbaum anschaust, stehst da erstmal du. Dann deine beiden Eltern, deine vier Großeltern und deine acht Urgroßeltern. Es handelt sich hier also um ein exponentielles Wachstum. Die ersten vier Generationen ergeben bereits 30 Verwandte. Geht man also 10 Generationen zurück, hat man 2 hoch 10 Verwandte. Das sind 1024 Verwandte. Und 100 Generationen zurück gibt dann 10 hoch 30 Verwandte, also 100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 0
Können Sie dazu ein bisschen was erzählen? In der Tat, man muss unterscheiden zwischen einer sozusagen anthropologischen Verwandtschaft, die eben auf die Vorfahren sich bezieht, diese gruppenspezifischen Merkmale. Dazu gehört ja auch zum Beispiel eben, dass die Europäer eine helle Hautfarbe haben, die Afrikaner eine dunkle Hautfarbe. Und das ist ja erst entstanden, nachdem die Menschen schon nach Europa gewandert sind. Also das sind so Dinge, die auf der anthropologischen Ebene passieren. Und auf der persönlichen Ebene gibt es natürlich schon Verwandtschaft. Aber das sind dann sozusagen die genetischen Verwandten, die die eigenen Vorfahren sind. Stimmt es, dass wir, glaube ich, zu 99,5% ist die DNA von jedem Menschen eigentlich identisch? Oder? Ja, so ungefähr. Ja. Das ist also, glaube ich, sogar noch etwas mehr. Und was auch interessant ist, was auch viele nicht wissen, gerade wenn es um diese gruppenspezifischen Unterschiede geht, also zum Beispiel ein typischer Europäer und ein typischer Afrikaner, der hat nämlich genau diese, sagen wir mal, diese gruppenspezifischen Unterschiede, über die wir am Anfang gesprochen haben, die für die Herkunftsanalysen genutzt werden. Und die Zahl dieser Unterschiede wiederum ist wesentlich kleiner als die Unterschiede zwischen mir und zwischen Ihnen. Ja, also die Unterschiede zwischen zwei Individuen der gleichen Population sind größer als die gruppenspezifischen Unterschiede zwischen verschiedenen Populationen. Ja, also deswegen ist diese ganze Geschichte mit der Rassentheorie und was da alles so dranhängt, auch völliger Humbug. Das ist eben dieses Problem mit dieser Fremden, auch mit dem fremden Aussehen und dem Misstrauen gegenüber jemandem, der eine ganz andere Hautfarbe, Gesichtsform und so weiter hat. Nicht? Und wenn man jetzt die sich das aber wegdenkt, der sobald unter die Haut weg ist, sehen alle Menschen komplett gleich aus. Nicht? Das ist total faszinierend und finde ich auch eine super Message, die man so ein bisschen raustragen könnte. Ja. Könnte ich Ihnen einmal meine DNA-Ergebnisse zeigen? Ich habe ja selber einen DNA-Test gemacht und vielleicht können Sie mal was dazu sagen. Wenn man sich das hier anschaut, finde ich tatsächlich eine Sache, die ganz interessant ist, dass hier noch relativ stark unterschieden wird. Hier wird gesagt, Skandinavier, Engländer, Nord- und Westeuropäer. Aber dann Osteuropäer deckt ja einen ziemlich breiten Raum auch wieder ab, wenn man das jetzt mit England vergleicht. Ja, dafür wäre es interessant zu wissen, was da für Referenzdaten dahinter stehen. Ja. Das hängt sicher damit zusammen, welche Populationen dort getestet worden sind, mit denen sie verglichen wurden, aus wie vielen verschiedenen Ländern die stammen, in welchen Größenordnungen. Und ich denke halt, dass sie Europa versuchen, ein bisschen besser aufzuschlüsseln, weil sie eben aus Europa viele Aufträge bekommen und dann auch versuchen, sozusagen diesen Anteil etwas detaillierter aufzuschlüsseln. Jetzt habe ich noch eine andere Sache und zwar werden mir natürlich auch Matches angezeigt. Und wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich unfassbar viele Matches aus den USA habe, ist tatsächlich, dass der Test super populär ist. Es ist ein riesiges Land. Jetzt habe ich mich aber gefragt, was sagen diese Daten denn aus? Also hier wird einmal gesagt, ich habe eine gemeinsame DNA von 1,1%. Ja, genau, also das ist jetzt interessant, das sind genetische Kopplungsdaten. Und was man dort macht, ist, dass man tatsächlich ganze Segmente von Chromosomen vergleicht. Ja. Und je länger der Chromosomenschnipsel ist, der übereinstimmende Bereiche aufweist, umso größer ist die Chance, dass man gemeinsam Vorfahren gehabt hat. Und diese 1,1% ist jetzt nicht besonders viel, nicht offensichtlich. Das ist also ein Hundertstel der DNA. Heißt das im Endeffekt, dass die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch ist, dass wir wirklich verwandt sind? Oder dass die Entfernung einfach so groß ist? Ja, das erstens können die nicht genau sagen, ob das jetzt dritten oder vierten Grades ist. Und es kann theoretisch auch Zufall sein. Sie geben jetzt keine Statistik an für die Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich verwandt sind. Das müsste man dann im Einzelfall prüfen, zum Beispiel, indem man, das machen halt die Amerikaner sehr gerne, dass die dann mal forschen, ja, wo kommen denn meine Vorfahren her? Habe ich mal jemanden gehabt, der aus Deutschland kam oder so? Und wenn sie wissen, dass so ihre Großvater und vielleicht Urgroßvater noch hier aus Europa stammen und das war niemand da, der in den USA ausgewandert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass sie tatsächlich verwandt sind. Das kann auch mal ein Zufallsprodukt sein, natürlich. Vielen Dank für diese ganzen Informationen. Und ich werde tatsächlich jetzt nochmal ins Studio gehen und werde mal MyHeritage fragen, wie die denn ihre Daten gewonnen haben. Genau, das wäre mal interessant. Lassen Sie mich wissen. Ja, mache ich auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich super schnell eine Antwort von MyHeritage bekommen. Und hier wird gesagt, also es wird bestimmt ein Urgen geben, aber der MyHeritage-DNA-Test ist ein autosomaler Test. Also es werden mütterliche und väterliche Seite getestet. Und hier wird gesagt, er reicht etwa 8 bis 10 Generationen zurück, also nicht lang genug, um ursprüngliche Gene zu betrachten. Eine Ethnizitätsschätzung von uns vergleicht deine DNA mit den Wanderungen, die deine Vorfahren in den letzten Generationen gemacht haben.
Und hier sieht man tatsächlich ein Problem. Es ist eine sehr, sehr kurze Zeitspanne, die da betrachtet wird und reicht gar nicht so weit zurück. Und da kann man sich natürlich fragen, na gut, wann wurde meine Herkunft bestimmt? Weil tatsächlich 8 Generationen zurück, was davor war, ist sozusagen egal. Das hat mir noch nicht ganz ausgereicht von der Erklärung, deswegen habe ich nochmal genauer nachgefragt, was ist denn jetzt zum Beispiel die amerikanische DNA? Ich habe super viele Verwandte in Amerika, aber habe keine Ethnizität dort. Na gut, dann wurde ganz logisch erklärt, okay, der Großteil der Wanderung hat in den letzten 200 Jahren stattgefunden und in der Zeit zählt das halt noch nicht zu dieser Ethnizitätsschätzung. Und dann habe ich gefragt, ja, wie haben die denn das Urgen ermittelt? Und das wurde zwar nicht ganz klar gesagt, aber im Endeffekt steht hier, dass es ja nur das Gen von amerikanischen Ureinwohnern sein kann. Und da frage ich mich, und da habe ich leider noch keine Antwort drauf, wie ermitteln Sie das Ureinwohnergen von jedem Land der Welt? Das stelle ich mir sehr schwierig vor und ich habe auch das Gefühl, dass das nicht ganz hinkommt. Und sie hat ja gesagt, das ist eine Ethnizitätsschätzung und irgendwie scheint mir das Ganze doch eher so ein bisschen wie so ein Horoskop zu sein. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man sagen könnte, dieser Test ist ein bisschen schwierig, wenn man sich das mal genauer anschaut. Ich habe euch mal das ganze Statement in die Beschreibung reingepackt. Das wird uns auch schon zu der Frage, wie zuverlässig sind diese Tests? Und hier sind unsere 5 großen Kritikpunkte. Kritikpunkt Nummer 1. Ein grundsätzliches Problem liegt in der Datenerfassung dieser Firmen. Meine Testergebnisse machen nur Sinn, wenn man sie mit den Testergebnissen anderer Kunden vergleicht. Meine Abstammung wird aber nur mit Leuten verglichen, die genau der gleichen Firma ihre DNA geschickt haben. Das heißt, es wird auch nur meine Abstammung zu diesen Leuten untersucht. Wenn eine andere Person nun die Daten einer anderen Firma schickt, wird ihre Abstammung mit ganz anderen Leuten verglichen. Das führt uns auch schon zum zweiten Problem. Wer kann sich solche DNA-Tests leisten? Immerhin kosten sie 80 bis 100 Euro. Das heißt natürlich, dass die Leute aus der Datenbank vor allem aus Ländern und Milieus stammen, wo solcher Luxus besteht. Und das sind vor allen Dingen Mitteleuropa und die USA. Dass ich also vor allem Übereinstimmung mit Menschen aus Mitteleuropa habe, ist wohl auch damit recht leicht zu erklären. Kritikpunkt Nummer 3. Unsere Gene spiegeln vor allem die Siedlungsgeschichte während der Eiszeit wider und der Epoche, in der sich Ackerbau verbreitete. Damals gab es aber noch kein Schweden, kein Frankreich oder die Türkei. Von einer Abstammung von einem bestimmten Volk zu sprechen, ist also eigentlich ziemlicher Quatsch. Kritikpunkt Nummer 4. Auch wenn dieses virale Werbevideo eigentlich suggerieren will, dass niemand zu 100% eine Nationalität hat, betont es doch indirekt, wie wichtig Abstammung für die eigene Identität angeblich ist. Und dass sich diese Unterscheidung wirklich machen lässt. Das bestätigt auch eine Studie aus dem Jahr 2014. Es wurde festgestellt, dass der Glaube an Rassenunterschiede zunahm, wenn Menschen einen Zeitungsartikel über genetische Abstammungstests lesen. Aber unser Körper besteht aus 3 Milliarden genetischen Bausteinen oder Basenpaaren, die uns zu dem machen, was wir sind. Und von diesen 3 Milliarden Basenpaaren ist nur eine winzige Menge einzigartig für uns. Das heißt, dass wir zu 99,9% genetisch allen anderen Menschen entsprechen. Diese Tests machen das Gefühl stark, dass sich aufgrund der im Test skizzierten Herkunft irgendeine Eigenschaft ableiten ließe. Das finde ich ziemlich problematisch. Natürlich haben unsere Gene auch einen Einfluss auf unsere Persönlichkeit. Wie groß dieser Einfluss allerdings ist, konnte die Wissenschaft nach wie vor nicht klären. Tatsächlich ist der kulturelle Einfluss und das äußere Umfeld hier ein deutlich stärkerer Faktor. Kritikpunkt Nummer 5. Wem gehören die Daten? Wie mit vielen technischen Neuerungen hinkt das recht weit hinterher. Es ist noch immer nicht klar, wem die Ergebnisse eines DNA-Tests wirklich gehören. Nur dem Kunden oder auch dem Unternehmen? Recherchen der Website Dark Daily haben gezeigt, dass beim Unternehmen Ancestry.com beispielsweise offiziell das Löschen der eingereichten Daten verlangt werden kann. Der Antragsprozess ist allerdings so undurchsichtig und kompliziert, dass nicht klar wurde, ob die Löschung tatsächlich stattgefunden hat. Und wie sicher sind diese Ergebnisse und DNA-Abstriche aufbewahrt? Es klingt nach Krimi-Klamauk, aber wie soll man sicher gehen, dass die DNA-Abstriche sicher sind und nicht plötzlich an irgendwelchen Tatorten auftauchen? Aus Amerika gibt es Berechnungen, dass man mit der Anzahl von Personen, die jetzt in diesen genealogischen Datenbanken schon drin sind, über 60% der europäischstämmigen amerikanischen Bevölkerung sozusagen genetisch identifizieren könnte. Okay, das heißt einfach nur, weil meine Verwandten sich hier angemeldet haben und eine DNA-Probe eingeschickt haben, kann ich als Verwandter sozusagen für ein Verbrechen identifiziert werden. So ist es, genau.
Zum Abschluss, lohnt sich ein solcher Test und was ist mit der Ausgangsfrage, ob es überhaupt Ausländer gibt? Ich muss sagen, ich fand es schon ziemlich unterhaltsam, sich die Ergebnisse meines Tests anzugucken. Aber allzu ernst sollte man den Test sicher nicht nehmen. Mark Thomas, Professor für evolutionäre Genetik am University College in London, hat Gentests zur Ahnenforschung gar mit Horoskopen verglichen. Und wie wir ja auch in dieser Folge gesehen haben, gibt es einige Kritikpunkte an dem ganzen Verfahren. Habt ihr schon mal solche Tests gemacht oder würdet ihr gerne mal einen solchen Test machen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und nun zu unserer Ausgangsfrage. Gibt es überhaupt Ausländer? Genetisch gesehen, nein. Wir sind alle miteinander verwandt. Aber wir Menschen neigen dazu, dass wir gern zu einer Gruppe gehören wollen. Es gibt Leute, die einem Fußballverein die Treue schwören oder Anhänger eines YouTube-Kanals, die sich mit dem Kanal identifizieren und innerhalb dieser Gruppe hat man gewisse Umgangsformen und Traditionen, die sich fortsetzen. Auch bei Nationalitäten ist das so. Ähnlich wie in anderen Gruppen haben wir auch hier Traditionen und Verhaltensmuster, die man als typisch bezeichnet. Aber man muss auf jeden Fall vorsichtig sein, was hier Rückschlüsse angeht. Zum einen heißt typisch nicht, dass etwas immer so ist. Zweitens ist immer die Frage, wie objektiv so etwas ermittelt werden kann. Denn die Wahrnehmung trübt, vor allem in Zeiten von Filterblasen. Und zu guter Letzt haben wir heute gezeigt, dass wir am Ende doch alle verwandt sind.